Der Altar in der Mitte ist gerahmt von 4 wichtigen Monumenten. Im Hintergrund der heilige Benedikt von Nursia und der heilige Bernhard von Clairvaux, die beiden wichtigsten Heiligen für den Zisterzienserorden. Dann hier auf der linken Seite sehen wir ein Monument, das an die Geschichte, an die Gründungsgeschichte Salems erinnern soll. Wir sehen hier im Vordergrund den Papst, der dem Salemer Kloster besondere Privilegien eben auch noch verliehen hat. Und man muss sich vorstellen, dass unser Abt Anselm hier unter diesem kleinen Baldachin vor diesem Monument saß, auf diesem Stuhl, wie er heute noch hier steht, und auf ein weiteres Ornament blickt ihm gegenüber. Das sogenannte Äbtenmonument. Wir sehen eine schwarze Tafel, gerahmt links und rechts von merkwürdigen Gestalten, gerippen, sogar mit Bischofsmütze aufstehend, und ein heiliger Ezechiel, der die Toten aus den Gräbern ruft. Und auf dieser schwarzen Tafel stehen in goldenen Buchstaben die Namen aller Salemer Äbte. Was soll uns das bedeuten? Es deutet natürlich darauf hin, dass hier im Salemer Münster auch die Äbte ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Also hier liegen die Äbte begraben. Und hier dieses Monument soll an sie erinnern. Es soll aber auch uns und dem Abt selber vor Augen führen, dass jeder sterblich ist, die eigene Sterblichkeit, die Vergänglichkeit der Zeit und des Lebens. Und es wird nochmal deutlich durch diese beiden Putten, die es sich oben auf der schwarzen Tafel bequem gemacht haben. Der eine, man sieht es gut, bläst in eine Posaune. Und der andere, man muss so genauer hinschauen, er hat ein Röhrchen und aus diesem Röhrchen bläst er eine Seifenblase. Und was soll uns das sagen? Das Leben vergeht so schnell wie der Hall aus der Posaune. Und ist so schillernd wie eine Seifenblase und so bunt, zerplatzt aber genauso schnell.